Mal sehen. Okay, ich bin natürlich klein und habe gar keine Power-Ups und nix. Das könnte ja lustig werden. Ich komme da nicht hoch. Also nicht so. Ich muss den hier machen. Ah, ein Pilz. Dankeschön. Ich danke euch. Ich danke euch, Nintendo, dass ihr mir einen Pilz gegeben habt. So, jetzt muss ich nur irgendwie gucken, wie ich da... Ich komme da nicht hoch. So, hier. So, okay. Ich verstehe schon. Ich will diese rote Box. Ach, Kacke. Ui, okay. Moment, ich warte noch, bis dieses nächste Kugelding da weg ist, weil ich weiß ja nicht mal genau, was hier passiert, wenn ich jetzt da drauf drücke. Oder kommt der nur, wenn ich komme? Achso, ich müsste sowieso hier entlang. Oh oh. Ist aber böse, knapp mit der Zeit. Gut, damit wäre Münze 1 gesichert. Gibt es hier irgendwas Cooles? Ich glaube nicht. Also immer schön Stacheln ausweichen. Das gibt es. So. Da ist die Mitte. Okay, ich kann hier lang. Das sieht auch nach einem viel netteren Weg aus. So, hier haben wir auch die zweite Münze. Wir müssen... Oh, jetzt bin ich selber im Block. Das ist hier mal nett als Abwechslung. So, hab einen unangenehmen Teil des Levels übersprungen. Ich würde gerne erstmal gucken. Ne, hier ist aber nichts. Gut. Dann haben wir genug gesehen. Rein da. Ich bin immer noch im Block. Der irgendwie selbst... Ach du Scheiße, okay. Ah, wisst ihr, woran mich das erinnert? An Crash Bandicoot irgendwie so ein bisschen. Wir... Okay, ich dachte schon, ich falle in den Abgrund rein. Wir müssen hier vor so einer Horde weglaufen irgendwie. Ich weiß nicht. Oder Sonic Adventure. Okay, das ist jetzt gemein. Welchen Weg nehmen wir? Kanone oder... Ich hab... Welcher Weg ist optional? Ich nehme an, ich gehe in die Kanone rein. Ah. Okay, dann hätten wir das. Nur jetzt darf ich irgendwie die Hälfte hier von vorne machen. Auch natürlich nett. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ich meine, okay. Okay, rein da. Ich meine, könnte ich nicht theoretisch die letzten 184 Sekunden damit verbringen, hier rumzurennen, um mir auch Geld zu verdienen? Aber lassen wir es mal. Es gibt mir ein Leben. Okay. Das war ein Vorgeschmack auf Welt 8. Ein paar Levels haben wir noch bis zu Bowser hin. Dann mal los. Okay, ey, wir haben wieder diese... Naja, Mario 3D-Land-Musik halt. Ich finde, so oft kommt die gar nicht mehr. Oder? Ach, keine Ahnung. Ups, falsche Richtung. Vor allem, wo ist denn das gerade, Welt 8? Das sieht gerade aus nach dem fröhlichsten Level, das Nintendo je gebaut hat. Oh, abgesehen davon, dass hier heiß ist. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. Immer noch keine Power-Ups. Also ich werde echt kaum noch mit welchen versorgt. Seit Welt 6 ungefähr. Gibt es hin und wieder mal eins pro Level, vielleicht mal, wenn man. Wenn die drauf Lust haben, aber muss auch nicht sein, also. Okay. Hier könnte vielleicht mal... Nein. Nein, kein Power-Up. Vielleicht, wenn ich das Ding trete... Ach, dann kommt ein Gegner raus. Kein Power-Up. Dankeschön. Ach, danke für dieses 3D-Spiel. Weil ich denke, ich springe auf die Plattform, aber springe meilenweit wieder mal daneben. Ist ja auch kein erst Vergehen, kein erster Vorfall. So, dankeschön. Gehen wir einfach direkt hier. Was? Dann trifft der mich, dieser Hund. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich wieder klein. So ein Scheiß. Okay, danke für gar nichts. Probieren wir es mal hier am Rand. Da ist auch so ein Block. Oh. Okay. Gerettet. Ich habe ja aber immer noch den Block bekommen.
Okay, es ist Geld drin. Ich liebe Geld, weil davon kann ich mir Kleidung kaufen. Super tolle Sache. Nur leider bringt es mir gar nichts, dieses komische Geld in diesem Spiel, weil Leben kriege ich... Ah, dankeschön. Moment, ich warte noch. So, jetzt und zurück. Scheiße. Ich dachte, es geht gerade irgendwie... Es war gerade an, es kommt jetzt nicht nochmal vorher raus, es kam direkt trotzdem nochmal vorher raus. So, leider ist das fröhliche Level in der Welt 8 das böse Level. Wer hätte es irgendwie gedacht oder erwartet? Ich jedenfalls nicht. So fühle ich mich zumindest gerade auf. So, wäre natürlich nett, wenn der mich diesmal nicht erwischt. Deswegen bleibe ich auch ganz hier oben. Okay, genug gereist damit. Okay. So, aber wir sparen ja Zeit, indem ich zum Beispiel Sachen weiß, wie, da ich nicht diesen Block da versuchen sollte zu nehmen oder so. Und solche Sachen halt. Gut, dann hier. Guck, das ist gerade an. Da denkt man, da kommt nichts, aber da kommt es direkt nochmal. Das hat mich voll fasziniert und dann irgendwie auch noch zu Fall gebracht, deswegen. Ah, ein Power-Up. Ist es zwar sau versteckt, aber das erste in diesem Level. Es gibt echt nur, wenn überhaupt, versteckte Sachen. Kann das? Okay, hier fliege ich. Geplant. Okay, eine fallende Brücke. Wir hängen uns einfach hier dran. Kriegen ungefähr gar nichts von dem Geld ab. Jetzt so ein bisschen. Okay, Survival Course. Mit Bravour abgeschlossen. Jetzt muss ich nur das hier schaffen. Okay. Dankeschön. Und ab ins Ziel, würde ich sagen, wenn das Dach dahin ist. So. 10 Geld. Ja. Cool. Dann kommt jetzt ein Level, wo wieder eine bestimmte Anzahl an Münzen gefordert ist. Und ich habe ja, fleißig da gut gesammelt, muss man sagen. Um dieses Level spielen zu dürfen. Oh. Ein drehendes Plattformer-Action-Spaß. Aber ich habe ja einen Tanuki-Suit, das sollte ja ganz gut sein. Okay, überall Blasen. Cool. Okay, das dreht sich also immer. Da ist eine Fake-Röhre gewesen. Oder das war... Doch, das war eine Fake-Röhre. Ich bin mir schon ziemlich sicher. So, wir moschen uns hier hoch. Da kriege ich nämlich das Ding hin. Okay. Okay, ich hoffe, da ist nichts versteckt oder so noch, ne? Ich gehe mal ein bisschen zurück nochmal, aber... Ich meine, jetzt könnt ihr immer noch die zweite Münze da irgendwo kleben, wisst ihr, was ich meine? Oh, ein Leben. Okay. Sammel ich? Naja, kein Bock drauf. Was mache ich denn hier mit? Cooper Shells. Ey, der eine gibt mir aber Geld. Dann wird er natürlich zuerst getötet, weil er eine Münze hingeschmissen hat. Ich weiß nämlich, was mit Cooper Shells sollte. Ich sollte, glaube ich... Ach, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier sollte. Gehe ich einfach mal weiter. Ich bin nur ein bisschen irgendwie habe ich den Kopf... Ich weiß nicht, dass es schon zu spät ist, dass jetzt die zweite Münze kommt. Hier ist eine. Das ist nämlich die dritte, seht ihr? Ich wusste, die zweite ist irgendwo da. Die ist da irgendwo versteckt. Mal sehen. Ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache, aber... Ich mache es mal. Ich renne mal einen Teil des Levels zurück. Da ist sie nämlich. Seht ihr? Seht ihr? Die ist auf der... Genauso wie ich gesagt habe. Warte, in der Zeit töte ich mal den hier. Nämlich auf irgendeinem Ding auf einer Plattform und versteckt sich dann da irgendwo. So wie ich es gesagt habe. Okay. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, aber... Oh, oh. Na, dann gehe ich mal hier hin. Okay, dann bin ich wieder hier oben. Nett. So, und jetzt? Okay, wir gehen da lang.
Also, man kann sagen, einfaches Level, wenn man den Tanukis juttert, sonst unmöglich. Würde ich schon fast behaupten. Also ich kann es mir sehr schwer vorstellen, wenn man hier durchcruisen soll ohne das Ding. Das macht einem das Spiel sehr viel einfacher. Okay, danke schön für alles. Hab dann doch mal zum Glück alle bekommen an Sternengeldern. Und jetzt geht's wieder mal in ein Geisterhaus. Okay, zeigt euch. Ich bin wieder mittendrin. Warte mal, war da nicht irgendwie gerade... Okay, es waren anscheinend irgendwie Fenster. Jetzt habe ich meine Plattform deswegen verpasst. Moment. Ich hoffe, die kommt irgendwie wieder. Okay, sie ist für immer und ewig weg. Nein, jetzt mal ernsthaft. Komm mal bitte wieder zurück. Ach, du Scheiße. Ah. Okay, ich habe keinen Flugpower-Up mehr. Das wurde mir aberkannt. Aber ich glaube, ich hätte es auch sowieso nicht mehr geschafft. Ich glaube, wenn die Plattform einmal weg ist, dann... ist sie auch 394 Sekunden weg, so wie es da angezeigt wird, wie viel Zeit ich habe. Das Ding kommt nicht mehr wieder. Eine Feuerblume, ein Power-Up. Ein nicht selbstverständliches, nettes Ding mittlerweile. Okay, trotzdem, Tanuki wäre netter gewesen. Tanuki wäre noch ein bisschen cooler geworden. Okay, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich das jetzt nicht genommen habe. Okay, hier ist auch nicht so oben drüber. Nee, ne? Was? Ach, machen wir mal an. Und es kommt Geld. Okay, es ist, sag ich mal, leider nur normales Geld. Aber Geld, das regiert die Welt. Ey, da ist die Münze. Schnell hinterher. Komm, wir jagen die. Ja, wir sind minimal schneller. Was? Dann werde ich so verarscht. Okay. Mit einem Wandsprung könnte ich sie erreichen. Was? Ich habe sie nicht bekommen. Okay, nochmal. So. War sogar die erste. Okay. Plattformen, die einen unterstoßen. Das war knapp. Da ist auch noch was. Okay. Eine Sekunde bevor ich den krieg, muss ich noch die Feuerblume verlieren. Aber jetzt habe ich wenigstens ein paar Sekunden damit. Ist natürlich eine coole Sache. Schützt mich auch nicht vom Runterfallen. Und außerdem ist es auch schon wieder vorbei. Gut, Mitte ist erreicht. Hier drauf gibt es nichts mehr. Dann, okay. Ich verstehe es gar nicht. Manchmal, wie man sich so eine Mühe macht, die Dinger zu verstecken. Und manchmal sind die dann einfach da. Die zweite Münze, die war jetzt null versteckt. Die war einfach, sie war da. So, okay. Muss sie auch sammeln in diesem Spiel oder nicht? Hier hast du mal eine, einfach so. Okay, was? Okay, das Ding bewegt sich. Übrigens habe ich Tanuki wieder. Das ist natürlich eine gute Sache. Ah, okay, ich kann sie... nein. Ich nehme alles zurück, ich kann sie nicht töten. Warte, da oben ist noch... Ah, okay, jetzt bin ich Herr Münze. Herr von Geld. Okay, Wow. Ich meine, guckt euch Mario an, der sieht irgendwie aus wie ein Idiot. Oh shit, der große Uhu-König. Ich meine, Mario sieht aus wie ein Idiot. Er ist ein Block mit einem Waschbärschwanz. Und ein paar Beinen vielleicht noch, aber das war's dann auch schon. Kriege ich Geld, wenn ich mich bewege, oder? Okay, und jetzt? Wow, davor gab's auch noch mal ein bisschen Kohle. Cool. Geisterhaus erfolgreich abgeschlossen. Also man muss sagen, ich glaube, das war jetzt bis jetzt auch gar nicht so. Die Geisterhäuser in diesem Spiel, die sind halt keine komischen Labyrinthe, wo du am Ende überhaupt nicht weißt, was du überhaupt machen sollst. Es sind schon, wie die anderen Level, auch lineare Wege. Ist natürlich schön für mich, weil ich das bei Geisterhäusern immer gehasst habe. Bei New Super Mario Bros. Zum Beispiel. Aber natürlich ist es auch ein bisschen eintönig vielleicht, ne? Wenn jedes Level wirklich linear ist. Wenn man nicht so einen Spaß wie bei Mario Sunshine oder 64 erhofft hat, ne? Davon rede ich. Gut, jetzt haben wir irgendwas, wo tatsächlich mal Lava ist anscheinend.